ganz aus Silber, ein Gewicht von ca. 2 Kilogramm, hergestellt im 15. Jahrhundert. Die Vase sieht nicht gerade wie etwas Besonderes aus. In einem Antiquitätengeschäft würdest du sie keines zweiten Blickes würdigen. Aber so unscheinbar sie auch sein mag, die Bassano-Vase trägt einen furchtbaren Fluch. Die Vase selbst ist ein Paradoxon. Auch wenn sie auf mehreren Internetseiten als eines der am meisten heimgesuchten Objekte der Geschichte geführt wird, wissen wir relativ wenig über sie oder ihren Aufenthaltsort. Doch etwas wissen wir. Die erste Erwähnung der Vase datiert in das 15. Jahrhundert. Die Legende besagt, dass dieses Artefakt in einer kleinen italienischen Stadt im Norden von Napoli hergestellt wurde. Es war wohl ein Hochzeitsgeschenk für eine hübsche, junge Braut. Das Geschenk wurde am Vorabend der Hochzeit anonym abgeliefert. Die Braut hielt sie für einen Glücksbringer. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Vase das genaue Gegenteil war. Die Braut tauchte nie bei ihrer Hochzeit auf. Man fand sie tot am Boden liegend, die Vase fest in ihrer kalten Hand. Ihr überraschender Tod wurde nie aufgeklärt. Und so begann eine unerklärliche Kette tragischer Ereignisse. Nur kurz nach dem Tod der Braut ging die Bassano-Vase in den Besitz eines Familienmitglieds über. Leider hatte die Person wenig Freude an dieser exquisiten Silbervase, denn auch sie verstarb kurze Zeit später. Die Vase wurde an einen Verwandten weitergereicht, aber das schockierende Ende blieb dasselbe. Auch diese Familie wurde vom Tod heimgesucht. Es ist nicht verwunderlich, dass man schnell darauf kam, dass all die Tragödien nur eins gemeinsam hatten: die Vase. Sie musste verflucht sein. Um jedes weitere Unglück zu vermeiden, entschied die Familie, die Bassano-Vase verschwinden zu lassen. Von da an wird die Geschichte nur noch verwirrender, denn offenbar weiß niemand, wann und wo die Vase versteckt wurde. Einigen Aufzeichnungen zufolge wurde das Artefakt von einem mysteriösen Priester weggeschlossen. Andere Leute glauben, die Familie hätte sie einfach vergraben und versucht, diesen Albtraum zu vergessen. Ich denke, wir werden es nie erfahren. Von der Vase wurde über mehrere Jahrhunderte hinweg nichts mehr gehört. Bis zu diesem unheilvollen Tag im Jahr 1988, als das verfluchte Objekt aus der Versenkung auftauchte und auch seine altbekannten Freunde Mysterium und Tragödie wieder dabei hatte. Weder ein bestimmter Ort noch ein Name sind bekannt, doch es heißt, ein junger Mann hätte die Vase in seinem Hinterhof ausgegraben. Die Details dieser Entdeckung variieren von Erzählung zu Erzählung, aber alle sind sich einig, dass er eine Notiz bei der Vase fand, die besagte: Vorsicht, diese Vase bringt den Tod. Der Mann ahnte nicht, dass das keine leere Drohung war. Er ignorierte die Warnung und verkaufte seinen Schatz auf einer Auktion. Ich denke, er brauchte das Geld mehr, als er an alte kryptische Prophezeiungen glaubte. Wie auch immer, die Vase ging schnell für 4 Millionen italienische Lire, was derzeit ungefähr 2600 Euro entsprach, über den Tisch. Ihr neuer Besitzer war ein Pharmazeut, der im Moment des Kaufs glaubte, ein glücklicher Mann zu sein, da er ein so schönes Kunstwerk für relativ wenig Geld erworben hatte. Der mysteriöse Fluch hatte aber bereits sein neues Opfer gefunden. Nur 3 Monate später starb der Pharmazeut an einer seltsamen Krankheit. Seine Verwandten verkauften die Vase an einen anderen ahnungslosen Kunstliebhaber. Diesmal war es ein junger Arzt und sein Schicksal war genau dasselbe. Der nächste Eigentümer der Bassano-Vase war ein Archäologe, der sie hocherfreut seiner großen Sammlung kostbarer Artefakte hinzufügte. Doch nach nur 3 Monaten und einer geheimnisvollen Krankheit reihte auch er sich in den morbiden Reihen der Braut aus dem 15. Jahrhundert, ihrer unglücklichen Verwandten, des Pharmazeuten und des Arztes ein. Und die schreckliche Geschichte ging weiter. Die Vase wechselte weiter die Besitzer und hinterließ eine endlose Spur des Todes. Es ist nicht bekannt, wie viele weitere Leben die Vase forderte, doch ein Kauf schien dem Ganzen ein Ende zu setzen. Zunächst verlief alles wie immer. Der neue Besitzer verschied an einer mysteriösen Krankheit. Doch diesmal verkaufte die Familie die Vase nicht. Ihr entsetzlicher Ruf war inzwischen bekannt und niemand wollte mit dem Besitz etwas so Gefährlichen sein Leben riskieren. Klingt nach einer Wiederholung der Geschichte der Braut, doch hier nahm alles eine unerwartete Wendung. Die Angehörigen des letzten Opfers wollten die Vase so dringend loswerden und den Fluch brechen, dass sie sie einfach aus dem Fenster warfen. Die Vase zerschellte also am Boden und der Fluch war für immer gebannt. Oh, das müsstest du jetzt schon besser wissen. Außerdem war sie doch aus Silber. Nun, die Familie hatte keine Verluste mehr zu verzeichnen, aber die Vase fiel beinahe einem Polizisten auf den Kopf, als sie aus dem Fenster flog. Der Mann hob sie auf,
ging ins Haus und drückte der Familie eine Strafe dafür auf, Müll aus dem Fenster zu werfen. Die Familie zahlte die Strafe gerne, war aber nicht bereit, ihren Müll zurückzunehmen. Also tat der Polizist, was wohl jeder getan hätte. Er bot sie einem Museum an. Aber der Ruf der Vase war so schlecht, dass kein Museum sie nehmen wollte. Stell dir das mal vor, das ist ein geschichtsträchtiges Artefakt aus dem 15. Jahrhundert, das hunderte neugierige Besucher ins Museum locken und jede Sammlung antiker Gefäße und Ausstellungsstücke bereichern könnte. Aber keine Einrichtung will etwas damit zu tun haben. Jedenfalls heißt es, dass nachdem jedes Museum sich geweigert hatte, die Vase zu nehmen, die Polizei sie irgendwie losgeworden wäre. Aber auch hier ist man sich über die Details uneins. Einige Stimmen sagen, ein Polizist hätte die verfluchte Vase in einer bleiernen Kiste irgendwo vergraben. Andere sagen, sie wäre auf einem Friedhof versteckt worden. Das scheint nun das Ende dieser teuflischen Vase zu sein. Abgesehen von den Tragödien hinterlässt die Bassano-Vase Unmengen unbeantworteter Fragen, die ganze Sache etwas fragwürdig erscheinen lassen. Zunächst einmal scheint es unmöglich, all die involvierten Personen zu identifizieren oder genaue Orte festzulegen. Außerdem existiert nur ein einziges Foto des verfluchten Objekts und das, obwohl es durch so viele Hände gegangen war. Wenn die Bassano-Vase nun eines der berühmtesten verfluchten Objekte ist und so viele Menschen in Angst und Schrecken versetzt hat, warum sind die Details dann so unklar? Jede Quelle gibt dieselbe vage Beschreibung der Braut, des anonymen Mannes 1988, des Pharmazeuten, des Arztes, des Archäologen und des Polizisten wieder, jedoch allesamt namenlos. Auch das Design der Vase passt nicht so ganz zur Geschichte ihrer Herkunft. Sie ist recht einfach und entspricht nicht dem Stil des 15. Jahrhunderts. Die Vasen dieser Zeit waren meist aus Porzellan, bunt und reich mit aufwendigen Mustern verziert. Auch die Form der Vase weicht signifikant von der in der Renaissance üblichen Vasenform ab. Entgegen jeder anderen Vase dieser Zeit hat diese nämlich keinen flachen Boden. Sie sieht eher wie eine Kolbenvase mit weiter Öffnung aus, was weder dem italienischen Töpfereihandwerk noch dem des 15. Jahrhunderts entspricht. Und wie soll dieser Fluch überhaupt funktionieren? Es traf ja nicht einfach jeden, der die Vase berührte. Was ist mit dem Mann, der sie 1988 fand und verkaufte? Und dem Polizisten, der sie der Familie zurückgeben wollte? Es traf scheinbar nur jene, die die Vase als ihr Eigentum betrachteten. Wusste der Fluch, wenn eine Person die Vase offiziell besaß? Es gibt eine Theorie, dass der Fluch aktiviert wurde, wenn ein Deckel geöffnet wurde, aber auch das ist nicht bewiesen. Davon abgesehen ist auf dem einzigen Foto der Vase kein Deckel zu erkennen, obwohl es natürlich sehr unscharf ist und nichts mit Sicherheit zu sagen ist. Ganz offensichtlich steckt viel mehr hinter der Bassano-Vase, als die Geschichte uns verrät. Ihre ungeklärte Herkunft und das frühzeitige Ableben all ihrer Besitzer ist entweder purer Zufall oder schlicht eine Legende. Trotzdem nehmen Forscher das Ganze ernst genug, um die Geschichte zu untersuchen und mehr über dieses verwirrende Artefakt herausfinden zu wollen. Doch bis dahin bleibt die Bassano-Vase ein ungeklärtes Mysterium und hinterlässt uns mehr Fragen als Antworten. Vielleicht ist die Bassano-Vase ja auch etwas ganz anderes. Glaubst du, dass die Bassano-Vase verflucht war? Verrate uns deine Meinung in den Kommentaren. Hat dich die Geschichte dieser Vase fasziniert? Dann gib dem Video ein Like und teile es mit deinen Freunden. Aber hey, geh noch nicht weg, wir haben über 2000 coole Videos für dich. Suche dir noch eins aus und bleibe bei uns auf der Sonnenseite des Lebens.